In England, zwei 18-Jährige haben nämlich den FC Liverpool ins Viertelfinale des FA Cups geschossen. Liverpool bezwang den FC Southampton mit 3:0. Für Lewis Kumas war es das Profidebüt. Und der Youngster brachte kurz vor der Pause den LFC in Führung. Nach gut einer Stunde wurde der Debütant dann aber durch Jadon Dance abgelöst. Der hatte seine Profipremiere bereits vor einer Woche. Und der sorgte mit einem Doppelpack dann direkt für den Endstand. Weil Liverpool mit zahlreichen Verletzungen zu kämpfen hat, schickte Jürgen Klopp eine sehr junge Mannschaft aufs Feld. Das hat sich ausgezahlt, ganz offensichtlich. Noch mehr News, die gibt's bei unserem Nachrichtensender Welt. Einfach den Sendersuchlauf bei eurem Fernseher starten. Die Anleitung dazu, die findet ihr hier. Und wenn ihr spannende Dokus sehen wollt, packende Reportagen, dann müsst ihr einmal hier klicken.